Wie funktioniert das Top-Down-Verfahren? Fragezeichen. Nun, Top-Down von oben nach unten. Das heißt, wir haben hier oben die Geschäftsführung und hier unten von mir aus verschiedene Abteilungen. Und Top-Down bedeutet, dass die Geschäftsführung einen Gesamtplan hat. Und aus diesem Gesamtplan werden nun von oben nach unten Teilpläne abgeleitet. So funktioniert Top-Down. Jetzt könnte man die Frage weiterspinnen und sagen, was ist gut daran, was ist schlecht daran? Nun, eine Sache kann man zunächst mal erkennen. Wenn die Geschäftsführung hier in ihrem Gesamtplan verschiedene Dinge einfach nicht weiß von dieser Ebene, dann könnte sein, dass der Gesamtplan unrealistisch ist. Die Geschäftsführung hat einen unvollständigen Informationsstand. Die wissen einfach nicht alles, ja, von dem, was da in Ebenen unter ihnen passiert. Deswegen kann der Gesamtplan unrealistisch sein oder auch vielleicht falsch. Ja. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, wenn aus dem Gesamtplan die Teilpläne abgeleitet werden, dann wird keiner hier auf dieser Ebene wagen, gegen den Gesamtplan vorzugehen. Das heißt, der Vorteil ist eine starke Übereinstimmung mit dem Gesamtplan. Man kann in den Teilplänen den Gesamtplan meistens noch erkennen. Das ist ein Vorteil. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.